Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Finanzrocker YouTube-Channel. In diesem Video soll es darum gehen, wie lege ich einen Wertpapiersparplan an? Und ich habe mir jetzt zwei Direktbanken ausgesucht, wo ich Sparpläne einfach und unkompliziert abschließen kann. Das sind auch beides Sparpläne, die ich bespare. Das heißt, ich habe die auch abgeschlossen. Und zum einen ist es der Wertpapiersparplan von MaxBlue. Das ist der Online-Broker der Deutschen Bank. Man sieht es rechts oben. Hier, das ist von der Deutschen Bank. Und Comdirect, die ja auch einen wirklich guten Wertpapiersparplan haben, der noch ein bisschen flexibler ist als der von MaxBlue. Und anhand dieser beiden Broker möchte ich kurz zeigen, wie man das dann anlegt. So, man sieht hier bei MaxBlue die wunderbaren Marketingfloskeln, so flexibel wie ihr Leben, tolles Bild, alle glücklich. Das soll uns jetzt nicht davon abhalten, hier mal genauer hinzuschauen, denn dieser Wertpapiersparplan ist wirklich gut und auch von den Kosten sehr überschaubar. So, gucken wir uns kurz mal das Angebot hier an bei MaxBlue. Ab 50 Euro kann man einen Sparplan anlegen. Man kann die Sparrate jederzeit kostenlos ändern oder aussetzen. Und man kann jederzeit die Auswahl der Wertpapiere ändern. Und auch das ist kostenlos. Und hier nochmal ein Hinweis. Also das war in der Vergangenheit immer so, dass man sich immer über diese Seite anmelden musste, um den Sparplan zu ändern. Das heißt, man hat es nicht über das eigene Depot gemacht, sondern man musste immer auf diese neue Sparplan eröffnen Seite gehen und hat dann einen Wertpapiersparplan ändern können. So, auf der rechten Seite hier regelmäßige Einzahlungen und profitieren vom Cost-Average-Effekt. Das heißt, dass der Durchschnittskosteneffekt immer berechnet wird. Das heißt, wenn die Kurse fallen, investiert man halt zu einem günstigen Preis. Wenn die Märkte steigen und damit dann auch die Einstandskurse, profitiert man dann davon, dass der Durchschnittskosteneffekt niedriger ist. So, und man hat immer sechs Top-Fonds ohne Ausgabeaufschlag und man kann ETFs und ETCs kostenfrei besparen. Das gilt für DBX-Trackers, ETFs und ETCs und ComStage-ETFs. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, da möchte ich nochmal kurz drauf eingehen. Bei der Comdirect ist es nämlich anders. Bei der Comdirect kann ich nur ComStage-ETFs und jeweils einen anderen Anbieter besparen. Der wird dann aber immer neu festgelegt. Das heißt, DBX-Trackers kann ich momentan zumindest nicht kostenlos besparen. Das galt bis Ende Dezember. Das haben sie aufgehoben und jetzt ist ein anderer Anbieter kostenlos da am Start. Das ist aber ein Vorteil von MaxBlue. Das will ich hier explizit nochmal erwähnen. Ich bespare zum Beispiel einen DBX-Trackers und einen ComStage-ETF in meinem Sparplan und habe da keine Sparplangebühren im Monat. Und das ist natürlich ein Vorteil gerade auf lange Sicht. So, eröffnen wir mal einen Sparplan. Jetzt kommt hier die Frage, haben Sie schon ein Konto? Wir sagen jetzt mal nein. So, das heißt, das ist jetzt ein Antrag, wo man dann ein Depot gleich mit abschließt. Und ich habe in der Vergangenheit immer wieder Anfragen erhalten, wie das Ganze jetzt funktioniert hier mit der Auswahl von Aktien, von Investmentfonds, von ETFs, weil gerade wenn ich mit der Börse nicht viel bisher zu tun gehabt habe, ist das schon verwirrend. Deswegen habe ich auch gesagt, ich mache dieses Video, um mal zu zeigen, worauf kommt es an. Jetzt haben wir hier Aktien, Investmentfonds, ETFs und ETCs und Zertifikate in den Reitern. Grundsätzlich empfehle ich, möglichst breit zu diversifizieren. Das heißt, jeden Monat in mehrere hundert, wenn nicht gar tausend Unternehmen zu investieren. Wenn ich nur in Einzelaktien hier investiere, also beispielsweise in DAX-Werte wie Allianz, BASF, Bayer, Deutsche Bank, was auch immer, habe ich ein Klumpenrisiko in meinem Sparplan. Das wollen wir vermeiden. Wir wollen möglichst breit aufgestellt sein. Das geht natürlich auch mit Investmentfonds. Wenn ich jetzt hier raufklicke, da haben wir dann diese ganzen super tollen Fonds.
Und diese Fonds kosten aber viel Geld. Jetzt ist es so, wenn ich das online abschließe, habe ich nicht diese Bankverkäufergebühren. Das heißt, wenn ich in die Bankfiliale gehe, dort einen Fondssparplan abschließe oder auch einen Fonds kaufe, dann muss ich den vollen Ausgabeaufschlag zahlen und dann eben auch die kompletten Gebühren dann nochmal zusätzlich. Hier bei MaxBlue ist es so, wenn ich jetzt hier einen Fonds besparen möchte, kriege ich einen MaxBlue-Rabatt in Höhe von 50%. Also die meisten haben hier einen sehr hohen Rabatt. Also hier zum Beispiel, deswegen hat er auch ein Sternchen, 100%. Das gilt aber immer nur für einen bestimmten Zeitraum. Das ist jetzt nicht unbegrenzt möglich, sondern nur einen gewissen Zeitraum. Und da sollte man dann eben drauf achten. So, jetzt haben wir hier das VV, das ist die Verwaltungsvergütung. Und das AT, das ist ausschüttend bzw. thesaurierend. Ausschüttend heißt, ich bekomme dann das Geld aufs Depotkonto überwiesen. Thesaurierend heißt, es wird automatisch für mich in das Fondsguthaben wieder reinvestiert. So, wir wollen aber Geld sparen. Das heißt, wir wollen nicht jeden Monat Geld dafür zahlen, dass wir da einen Fonds kaufen, und wir wollen keinen hohen Ausgabeaufschlag haben. Auch MaxBlue-Rabatt hin oder her, das wollen wir nicht. Und wir wollen schon gar nicht diese 1,7% oder die 1,4% im Jahr zahlen. Das wird dann immer vom Vermögen abgezogen, ohne dass man es groß mitbekommt. Es passiert einfach und dann ist es einfach ein bisschen weniger wert. Wir wollen sparen und das Geld für uns arbeiten lassen. Und deswegen investieren wir in ETFs bzw. ETCs. ETFs, das sind Indexfonds, die bilden immer einen bestimmten Index ab. Wie jetzt zum Beispiel den Dow Jones oder den DAX oder den MDAX. Da gibt es eine sehr große Auswahl. ETCs heißt immer, dass ich in Rohstoffe investiere. In Rohstoffe wollen wir aber nicht jetzt investieren, sondern wir wollen in einen breiten Index investieren mit vielen Unternehmen und wollen da dann von der langfristigen Steigerung profitieren. So, jetzt, wenn ich keine Ahnung habe und jetzt hier dieses Buchstaben- und Zahlengewirr sehe, dann wird es für mich natürlich schwierig, da überhaupt irgendwas abzuschließen. Und wir sehen jetzt hier den Anbieter, das ist Comstage. Comstage gehört zur Commerzbankgruppe. Dann gibt es DBX Trackers, das gehört zur Deutschen Bank. Und das sind die beiden ETF-Anbieter, die wir kostenlos besparen können. Das heißt, jetzt in dem Fall können wir uns auf die beiden Anbieter fokussieren. So, wie machen wir das aber? Wenn ich jetzt keine Ahnung habe und wir möglichst breit investieren, dann müssen wir andere Hilfsmittel zu Rate ziehen. Du siehst hier, man kann auch nirgendwo die Kennziffer eingeben, die ja sonst immer im Suchfeld eingegeben werden kann, dann erscheint es und ich kann das in den Sparplan oder in das Angebot dann einfließen lassen. Das fehlt hier, deswegen müssen wir anders vorgehen. So, wir wollen breit investieren, das heißt, man kann entweder einen MSCI All Country World Index, den sogenannten ACWI, den könnte man jetzt wählen. Da habe ich dann also ein paar tausend Unternehmen drin. Der besteht aus MSCI World und den Emerging Markets und noch ein paar anderen. Also da hat jeder Anbieter nochmal einen leicht anderen Fokus. Oder die andere Alternative ist in einen normalen MSCI World Indexfonds, ETF. So, jetzt kann ich hier aber nicht groß aussuchen, deswegen zeige ich dir kurz, wie man das macht. Und zwar, man geht auf justetf.com. Das ist praktisch so die ETF-Seite im Netz, wo man dann so ein bisschen recherchieren kann, wo man sich die einzelnen ETFs dann auch nochmal anschauen kann. Wir gehen auf ETF-Suche und hier haben wir dieses Suchfeld, was ich eben erwähnt habe. Da werden dann beliebte ETFs angezeigt, beliebte Kategorien, aber ich habe ja gesagt, wir wollen jetzt mal in ein MSCI World ETF einzahlen. In den Sparplan. So, das heißt, wir haben 58 Ergebnisse. Das ist natürlich sehr viel und ist natürlich auch wieder verwirrend. Aber man sieht hier den MSCI All Country World Index, den ACWI. Wir haben hier vier Anbieter, unter anderem DBX Trackers. Habe ich ja gesagt, das ist der, den wir kostenlos bei MaxBlue besparen können. Und
Hier haben wir eine TER, eine Total Expense Ratio. Das sind hier die Kosten, die bei den normalen Fonds VV waren. Das sind hier 0,5% im Jahr und das wird automatisch dann abgezogen. Das heißt, wir haben jetzt in einem Jahr minus 8,41%. Das sollte dich aber nicht irritieren, weil die Börsen jetzt im März 2016, das ist der Stand heute, ziemlich abgesackt sind, also von Januar bis März. Und deswegen hat man dann solche Ergebnisse, aber auf langfristige Sicht, das zeige ich gleich nochmal, profitiert man dann trotzdem davon. So, dann haben wir hier noch einen iShares, einen Luxor und einen SPDR. Und dann wird das Ganze nochmal weiter aufgedröselt. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt auf einen MSCI World ETF, weil wir da eben beide Anbieter haben, nämlich Comstage und DBX Trackers. So, und jetzt sehen wir hier, haben wir die MSCI World ETFs und die unterschiedlichen Anbieter. Comstage ist gelb hervorgehoben. Das liegt daran, dass sie Geld dafür gezahlt haben, um dort bei Just ETF als Partner aufgeführt zu werden. Das steht hier sonst auch irgendwo. Das sind die Partner Luxor und Comstage. Deswegen sind die gelb hervorgehoben. Und man sieht hier eine TER von 0,20%. Das heißt, es ist sehr günstig. Ich klicke jetzt mal hier drauf, es ist thesaurierend, das heißt, es wird automatisch wieder angelegt, das heißt, ich muss nichts machen. So, wir haben einen aktuellen Kurs von 39,42. Ein Risikoverhältnis, was sehr ausgewogen ist, aus der einfachen Grundlage heraus. Die Fondsgröße ist sehr groß, das heißt, 597 Millionen ist schon ziemlich weit oben, deswegen ist es auch grün und vom Risiko nicht so, dass der jetzt in Kürze eingestampft werden könnte, weil dieses Phänomen hat man bei vielen anderen Anbietern, gerade auch bei kleinen, wenn sich das nicht entwickelt, keiner investiert, das Fondsvolumen nicht ansteigt, dann wird er unter Umständen nicht mehr überall angeboten oder gleich komplett von der Börse genommen. Gut, die Einjahresrendite interessiert jetzt nicht so wirklich. Wenn man auf 5 Jahre geht, dann sieht man hier. Internet ist heute ein bisschen langsam. So, 5 Jahre. Da sieht man die langfristige Entwicklung und die beträgt über 50%. Trotz jetzt hier diesen Absacker im Januar 2016. Aber langfristig gesehen geht die Börse nach oben. Und selbst wenn es dann mal zu einem Crash kommt, wird er sich wieder ausgleichen. Das dauert dann zwar so ein bisschen, aber nichtsdestotrotz ist es sehr lohnenswert. So, jetzt kann ich mir hier das Factsheet vom Anbieter direkt auch nochmal runterladen. Ich kann mir das anschauen, kann schauen, was sind die Eckdaten, worauf muss ich achten. Das heißt, wir haben hier eine Replikation. Einen besicherten Swap, Pauschalgebühr von 0,2%, die Branchenverteilung, die Länderverteilung. Man sieht jetzt hier, wir haben einen sehr USA-lastigen MSCI World, aber das hat man in der Regel sehr häufig, weil da eben auch die größten Unternehmen der Welt sitzen. Google, Apple, das sind ja die wertvollsten. Dann haben wir hier Japan, Vereinigtes Königreich mit 7,24%. Deutschland hat nur 3,31%. Das heißt, wir sind jetzt nicht auf den DAX fokussiert, sondern sehr breit aufgestellt. Und man sieht hier nochmal die Top 10. Man kann sich hier auf den Seiten des Anbieters auch die komplette Auflistung aller Unternehmen, die enthalten sind, anschauen. Apple hat hier 1,83% Indexgewichtung. Dann kommt Microsoft, dann weiter unten Facebook. Nestle als Schweizer Unternehmen ist noch in den Top 10 drin mit 0,73%. Aber das heißt, man streut das Risiko auf sehr viele unterschiedliche Unternehmen. Und das ist ja das Ziel, das wir haben. So, und ein ganz wesentlicher Aspekt beim Abschluss eines Wertpapiersparplans ist natürlich auch der Steuerstatus. Man kann hier im Bundesanzeiger gucken, ob dieses ETF steuerhässlich ist. Das heißt, dass es nur zum Teil im Geschäftsjahr, im normalen Geschäftsjahr von Januar bis Dezember ausschüttet. Teilweise gibt es eben teilthesaurierende ETFs. Das heißt, ein Teil wird dann erst nach dem 31.12. ausgezahlt.
Das heißt, man hat dann einen Überhang, der in der Steuererklärung angegeben werden muss. Das ist alles kein Hexenwerk, das ist eigentlich relativ einfach. Trotzdem, das ist ein Punkt, der immer wieder nachgefragt wird. Und hier hat man halt die Möglichkeit, auf den Steuerstatus zu klicken. Und man sieht, es ist steuertransparent. Und ich habe verschiedene Artikel, wo ich nochmal genauer darauf eingehe, auch wie man das mit dem Bundesanzeiger macht. Ich habe da verschiedene Links drin. Die packe ich unten in die Kommentare. Schaut da einfach mal rein. So, und dann würde ich sagen, der ComStage MSCI World ist günstig, er ist groß und er ist steuereinfach. Das ist doch eigentlich ein gutes ETF, in das wir jetzt investieren könnten. So, jetzt gehe ich mal wieder zurück zu meinem Sparplan. So. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, wo ist dieser ComStage? Das heißt, wir gehen auf International, das ist ja ein MSCI World, und ganz oben sehen wir den MSCI World ComStage ETF 110. Um ganz sicher zu gehen, gehe ich nochmal hier hin, schaue mir die WKN an. WKN ETF 110, das heißt, das ist derselbe. Und dann klicken wir auf den Einkaufswagen. Ich würde sagen, wir belassen es jetzt beim MSCI World. Man hat die Möglichkeit, hier bis zu drei ETFs zu besparen. Natürlich muss man dann die Summe anpassen. Ich glaube, um zwei zu besparen, muss man dann mindestens 100 Euro investieren jeden Monat. Und bei drei ETFs sind es dann 150. Jetzt hat man hier die Wertpapierauswahl. Das heißt, ich kann hier die Sparrate angeben. In dem Fall haben wir nur einen ETF. Das heißt, wir machen 100%. Wenn wir jetzt zwei oder drei haben, ich mache mal hier den DBX-Trackers einfach nochmal rein. Haben wir zwei, dann kann ich sagen, ich möchte 60% ComStage, 40% DBX-Trackers. Beides kostenlose. Dann habe ich hier die Möglichkeit, mir die Verkaufsunterlagen zuschicken zu lassen. An und für sich braucht man es nicht, weil du hast ja gesehen, man hat die Möglichkeit, sich das Verkaufsprospekt runterzuladen, auch bei Just ETF. Das heißt, ich gehe hier, mir stehen die notwendigen Verkaufsunterlagen zur Verfügung, klicke das an. Hier sieht man das nochmal mit der Sparrate. Ein Wertpapier bis 95, ab 100 kann man zwei besparen und ab 150 bis zu drei ETFs. So, wir geben jetzt mal 100 ein, weil wir haben jetzt zwei ETFs oben angegeben. So, und jetzt geht es um den Rhythmus. Ich kann einmal im Monat das machen, alle zwei Monate, vierteljährlich, halbjährlich, einmal im Jahr. Und dementsprechend muss ich das dann eben auch von der Sparrate anpassen. Das heißt, wenn ich einmal im Jahr spare und im Durchschnitt 100 Euro pro Monat eingeben will, dann muss ich natürlich 1200 eingeben oben. Aber wir wollen natürlich den Börsenverlauf komplett mitnehmen. Deswegen, ich lege immer einmal im Monat an. Und das wird, das sieht man hier, am 15. des Monats dann immer abgebucht. Das ist ein klarer Nachteil von dem MaxBlue, weil ich nicht die Möglichkeit habe zu sagen, ja, ich möchte Anfang des Monats, ich möchte Ende des Monats die Rate bezahlen und in ETFs investieren. Das funktioniert hier leider nicht. So, dann kann ich auf Weitergehen und dann habe ich die persönlichen Angaben. Ich habe die Möglichkeit, die Angaben zum Depot zu machen, die Anlageerfahrung und da ist ein ganz wesentlicher Punkt, wenn ihr bei der Anlageerfahrung zum Beispiel kaum Erfahrung angebt, dann dürft ihr zum Beispiel keine ETFs mit einer Risikoklasse 4 und 5 besparen. Und ein Emerging Markets ETF ist, glaube ich, die Risikoklasse 4 und wenn ihr die Anlageerfahrung zu niedrig ansetzt, dann könnt ihr das nicht besparen. Das nur als Anmerkung nebenbei. Bestätigung und Antragserstellung kommt dann und dann bekommt ihr die Unterlagen auch nochmal zugeschickt. Wenn ihr schon Kunde bei der Deutschen Bank seid, dann könnt ihr das mittels einer TAN-Nummer bestätigen und dann geht das Ganze noch schneller. So, das dazu. Wenn ihr jetzt andere wählt, wie zum Beispiel den Luxor ETF,
gut, Südafrika würde ich jetzt nicht empfehlen. Da ist kein Sternchen dahinter. Das heißt, es kostet im Monat auch nochmal Gebühren. Und das wollen wir ja vermeiden. Deswegen, je nach Anbieter, es gibt ja noch wesentlich mehr Anbieter, schaut euch an, welche Angebote sie haben und versucht dann da einen zu nehmen, der möglichst groß ist, der steuertransparent ist, der kostenlos bespahrbar ist und versucht es dann auch zu verteilen. Nicht immer nur Comstage nehmen oder nur DBX Figures, sondern da das Risiko halt auch nochmal auf zwei Anbieter mindestens ausdehnen. Und eine Anmerkung noch, ein ETF, das ist immer ein geschütztes Sondervermögen. Das heißt, wenn es pleite geht, ist das Geld nicht weg. Also sollte die Commerzbank jetzt pleite gehen oder die Deutsche Bank, das ist Sondervermögen, aber es kann ziemlich lange dauern, bis man das Geld dann wieder hat, weil da kommt dann ein Prozess ins Rollen, der sehr, sehr lange dauert. So, das zum Thema Max Blue. Ihr seht, es ist alles relativ einfach. Und jetzt möchte ich nochmal auf Comdirect eingehen. Comdirect hat natürlich auch die Möglichkeit, einen Wertpapiersparplan abzuschließen. Und hier haben wir mehrere Vorteile. Es gibt zum einen diese unterschiedlichen Aktionen. Jetzt gibt es eine bis zum 31.03. Diese besagt, öffnen Sie jetzt einen Aktiensparplan und Sie erhalten 25 Euro Prämie. So, und die letzte Aktion war eben, dass man DBX-Trackers kostenlos besparen konnte. Das ging dann bis Dezember 2015. Und dann ein Sparbetrag bereits ab 25 Euro. Das heißt, ich muss hier nur 25 Euro anlegen. Das heißt, wenn ihr nicht so viel Geld zur Verfügung habt, fangt mit den 25 Euro an, bespart ein ETF und dann könnt ihr sukzessive erhöhen. Das ist ein Vorteil. Und monatliche, zweimonatliche oder vierteljährliche Ausführung, das gab es bei Max Blue auch, aber hier ist der Unterschied, ich kann aussuchen, ob ich am 7., am 15., am 22. oder am 28. des Monats investieren möchte in die ETFs. Auch hier kann ich kostenlos alles ändern. Ich habe über 300 Fonds, mehr 200 ETFs und 100 Zertifikate zur Auswahl. Ich gehe jetzt online, eröffnen. Ich habe noch kein Konto, sage ich mal, das heißt für Neukunden. Das heißt, ich muss die persönlichen Daten eingeben und habe hier etwas anders als bei Max Blue die WKN, die Bezeichnung und die Sparrate. Und das ist hier natürlich ein bisschen einfacher, weil ich kann jetzt hier hingehen, kann mir die WKN von justetf.com kopieren, gebe sie hier ein, gebe 25 Euro ein, das heißt, ich kriege dann 0,75 Anteile. Und kann hier Comstage MSCI World eingeben. Da erscheint er auch. Jetzt seht ihr hier das TRN. Das TRN taucht bei vielen Comstage ETFs auf. Dahinter steckt das Total Return Net. Und, das wollte ich nämlich auch nochmal zeigen, es gibt eine Comstage ETF FAQ-Seite. Und das sind die am meisten gestellten Fragen. Und hier kann ich dann nochmal schauen. Den Link, den packe ich auch unten in die Kommentare, da könnt ihr dann draufklicken. Und hier sieht man das, was ist der Unterschied zwischen TR, GR, NR und TRN. Und TRN heißt, wir haben einen Total Return Net Index. Und das heißt, bei der Indexberechnung werden Nettodividenden und Zinsen nach Abzug von durchschnittlichen Quellensteuern berücksichtigt. Und das ist jetzt bei diesem MSCI World der Fall. So, das heißt, wir haben das jetzt hier abgeschlossen. Das ist alles ganz einfach. Wir nennen den Sparplan jetzt mal Beispiel. Kaufintervall monatlich. Kauftag 1.7.15, 23. Wir nehmen jetzt mal den 7. Erster Kauf 4.2016, also April 2016. Letztmaliger Kauf lassen wir offen. So, dann können wir hier eine Dynamisierung einrichten. Das heißt, ich kann einstellen, dass ich jedes Jahr 5% mehr sparen möchte. So, jetzt kann ich mir den Dynamisierungssatz hier einstellen von 1 bis 10%.
Und wenn ich jetzt im April 2017 5% mehr sparen möchte pro Monat, dann gebe ich das hier ein. Das heißt, man ist hier bei der Comdirect flexibler als bei MaxBlue. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel DBX-Trackers besparen möchte, habe ich da dann halt die monatlichen Gebühren. So, jetzt habe ich die Möglichkeit, die Sparraten, die hat man bei MaxBlue auch, selber zu überweisen. Das heißt, ich mache einen Dauerauftrag aufs Depot, von da wird es dann abgebucht und dann werden die ETFs gekauft. Oder ich ermächtige die Comdirect, das selber abzuziehen von meinem Girokonto. So. Jetzt Kenntnisse und Erfahrung im Wertpapierhandel. Nein, ich habe keine Kenntnisse. Oder ja, ich habe Kenntnisse. Und dann kann ich die hier auch nochmal eingeben. Auch hier. So, Verbraucherinformationen kann ich mir hier auch zuschicken lassen. Und ich handle nicht auf fremde Veranlassung. Das ist auch ein wichtiger Punkt. So, und dann könnt ihr auch weitergehen und könnt es dann hier auch abschließen. Ihr überprüft hier die Angaben, Antrag ausdrucken, fertig. Und dann geht's los zum gewählten Datum und dann fangt ihr an, ein Vermögen zu bilden. Es geht super einfach. Ich mache das jetzt seit einigen Jahren und bin sehr zufrieden. Und ich schaue vielleicht einmal im Jahr in meinen Sparplan rein. Manchmal ändere ich dann eben die Zusammenstellung. Aber ansonsten lasse ich es laufen und versuche auch wirklich zu vermeiden, das auszusetzen. Es sei denn, es geht nicht. Dann ist es natürlich so, dass man das dann aussetzen muss. So, und ich hoffe, ich konnte dir damit jetzt ein wenig helfen. Schau doch einfach mal im Blog vorbei auf den unterschiedlichen Artikeln. Da erfahrt ihr dann noch wesentlich mehr. Und jetzt wünsche ich dir einfach viel Spaß beim Anlegen des Wertpapiersparplans. Bis denn, ciao. Thank you.